Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Jo Leute, wir werden nicht müde. Die 75. Folge schon und ich muss sagen, es macht immer noch richtig Bock. Es macht Spaß und ich habe noch keine Ermüdungserscheinung, muss ich sagen. So, heute wollen wir mal die Quest fertig machen, das Ende der Reise. Finde den geheimen Raum, der soll sich auf Lemnos befinden, bei den Himmelsfall sehen. So, Lemnos, da waren wir noch gar nicht. Das heißt, wir müssen mal hier rüber schippern. Und ja, das werden wir jetzt machen. Vor allem ist dort auch ein Kultist, den wir gleich mal ausradieren könnten. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal nach der Quest, was uns noch so erwartet. Ich wollte dann eigentlich mal in den nächsten Folgen ein bisschen auf Kultistenjagd gehen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ab zum Schiff. Und dann mal hier rüber. Himmelsfall sehen. Sieht man jetzt nichts. Das heißt, wir müssen sowieso hier rüber irgendwo. Markieren uns das mal und gehen dann mal aufs Schiff, würde ich sagen. So, Bildmachgerät. Und dann ab zum Schiff. Das müsste da unten sein. Leute, schaut euch die Rüstung an. Oberteil und Hose ist wie von Wonder Woman. Das Amazonen-Outfit. Schaut richtig cool aus. Ist zwar jetzt nicht vielleicht die beste Rüstung von den Stats her, aber ich glaube, die Stats sind jetzt eh nicht mehr so wichtig hier in dem Game. Wenn man die auf Max einigermaßen immer hat, passt es schon. So, wo haben wir unser markiertes Ziel? Dort hinten. Okay, dann holen wir mal unser Schiffchen. Ich bin echt überlegen, Leute. Auch wenn ich Platin machen. Ist noch einiges zu tun für Platin. Das sind ja viele kleine Missionen, was wir da machen. So kleine, kleinere Aufgaben. Wie gesagt, ich will es ja nicht versprechen. Wir schauen erstmal. Ich glaube, wir werden die Insel auch dann gleich komplett abschließen. Ah, da vorne muss ich vorsichtig sein, das sind Piratenschiffe. Die greifen uns auf jeden Fall an. Alles voller Piratenschiffe, sehe ich gerade. Ich denke mir, dass da vorne auf jeden Fall ein Anlegepunkt ist. Niemand! Ich kann kaum glauben, wie nah wir sind. Ich glaube, hier ist ein Anlegepunkt. Ja, hier ist ein Anlegepunkt. Ja, legen wir nicht an hier, oder was? Oh, hier haben wir Quests, haben wir irgendwo einen Ausguck? 328 Meter, der bei 130 weg. Wir speichern mal, Leute, und dann schnappen wir uns gleich den blöden Kultisten. Dann ist der schon mal down. Dann sollen wir da oben sein. Hier muss ich vorsichtig vorgehen.
Oh, schon down. Ein Übel weniger auf der Welt. Alles klar. Also jetzt wollte ich mal schauen, haben wir jetzt einen aus einem wichtigen Baum besiegt, dass wir jetzt endlich mal einen Baum fertig machen können? Ja, haben wir. Das heißt, wir brauchen den hier jetzt noch. Schauen wir mal, wo der ist. Dieser Seebund. 3459 Meter. Das war ja klar. Okay, das ist natürlich auf einer Insel, sage ich jetzt mal, die wir wieder bereisen müssen. Aber das wäre dann auch schon bald. Die haben wir dann noch. Samos. Kos. Kleinere Dinge haben wir dann noch, wo wir aber relativ schnell hinkommen sollten. Und hier oben weiß ich es nicht. Ich glaube aber eher nicht. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir doch mal. Dass wir uns die Insel nochmal komplett anschauen und die fertig machen. So groß ist sie ja nicht. Also die müsste eigentlich relativ zackig gehen. Okay, dann gehen wir doch mal hier hoch. Und ist ein Aussichtspunkt. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch einen Schatz zu plündern. Den nehmen wir schon noch mit. Okay, der ist auch hier drin. Und dann einfach die Gebiete abschließen. Das ist auch ein Söldi, aber die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also für die Quest, dass wir 40 töten sollen. Wollen wir den umlegen? Na komm. Wo ist denn der jetzt, oder? Ich soll gar nicht aufpassen, wie viele Söldner wir schon haben. Ich denke so 25 oder so. Was habe ich hier noch? Wort synchronisieren. Ja.
Okay. So, okay. Ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt hier mal so ein bisschen durch. Jetzt gehen wir hier runter, dann gehen wir hier lang und dann sind wir eh schon hier drüben bei dem Wolkenbruch sehen. Und irgendwann wird dann, schätze ich, auch mal die Quest aktiviert werden oder Ikaros halt. Okay, 26 Söldner. Läuft. Wir sagen, die machen wir jetzt ein bisschen mit nebenbei. Ich weiß nicht, ob wir da eine Trophäe dann bekommen für 40 Söldner. Okay, Silos zerstören. Doch schon, oder? Oh. Da muss noch ein Silo da sein. Wo ist das? Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Wo ist das letzte Silo? Jetzt nicht, oder was? Hinten? Mein Gott. Okay, haben wir das auch? Wird wahrscheinlich wieder ein Lager sein oder so. Die Lager gehen auch, solange es keine Festung ist. Yeah!
Sag doch nochmal. Sag das nochmal. Okay, wir haben zwei Schätze hier. Ja, genau, jetzt gehen schon die nächsten auf. Wollen wir erstmal hier runtergehen? Aha. Okay. Machen wir später jetzt. Machen wir erstmal hier weiter. Echt brutal, was wir hier Fälle und alles auch brauchen. Okay, wieder ein Alpha-Tier töten. Oh.
läuft, würde ich sagen. So, dann haben wir hier noch was. Schauen wir mal, was das ist. Haben wir vielleicht irgendwie eine Höhle oder so? Ah, okay, eine Stele wieder. Muss ich mal irgendwas skillen, weil ich habe schon 10 Punkte. Ich weiß gar nicht mal, wo die reinknallen soll. Ich will eigentlich auf Bogen gar nichts machen, aber wenn wir jetzt wirklich Punkte übrig haben und die gar nicht mehr brauchen, dann haben wir so natürlich in Bogensachen rein. Bogendinge. Wir können gerne Spinne oder sowas. Schlangen werden bestimmt wieder überall rumkriechen. Boah, das wird ein Riesending, ey. Okay, hier scheint ein Shortcut zu sein. Aha, okay. Hier stehe ich, da hinten war ein Loch. Aber da werden wir bestimmt bald hinkommen. Kommen überhaupt hier? Ja, hier sind wir gekommen. Hier ist nichts. Aber ich wundere, dass sie keine Schlangen sind. Oh. Aber schwein ja ab, Mädchen. Ja, das war der Shortcut. Gut, dass wir den freigeräumt haben. Da ist die Stele. Da ist noch Schlangen. Jagdhandschuhe.
11 Points. Komm, wir schauen jetzt mal, was wir noch machen können. Hier sind wir eigentlich fertig. Ich weiß nicht. Flammenangriff 1. Das ist das hier, oder? Ich weiß nicht, bin ich so auf Flamme? Tierbändigung, Fallspitze. Sechster Sinn. Verwüsterschuss. Das könnte man vielleicht machen, hä? Soll den vielleicht mal hochknallen? Okay, müssen wir natürlich auch erst dann von der Wut oben sein. Meine Fresse! Ah, okay. So, dann müsste es eh schon gewesen sein. Das Grab eigentlich durch sein. Ach, hier war das nicht. Das war hier bei der Spinnenwebe. Jo, sehr schön. Den geheimen Raum. Oh, kleines Bild. Okay, es wird jetzt wieder eine Festung werden. Sandra, bist du denn schwach auf der Brust oder was? Was ist denn los? Finde den geheimen Raum.
uralte Festung. Ist hier Personal? Oh, ist Personal. Oh, warte mal. Bevor wir da was machen. Speichern bitte einmal. Sechzehn Kultistenwachen. Wollen die mich verarschen? Alter Schwede. Nein! Oh, gut, sie fix. Bevor wir heilen müssen, Mensch. Ja, ich wollte ein bisschen das mit dem Bogen ausprobieren.
Das habe ich jetzt echt unterschätzt, ey. Das können wir nochmal anfangen. Scheiße. Ah, wir haben sogar. Das bleibt sogar. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Okay, die machen gut Damage. Ich würde echt gerne noch die Festung abschließen davor.
Ja, komplett woanders Sitz. Okay, das war's alles, oder wie? Halt das Steinchen hier noch mit. Noch nur drei Kultisten, Kultistenwachen, schätze noch zwei. Da habe ich mir gedacht, dass hier noch irgendwas versteckt ist, schatzmäßig. Aber nur gut. Ey, der wollte ihn ausweichen. Eine müsste jetzt noch da sein.
eine Kultistenwache. Hier ist nichts. Unsere Vöglein. Okay, da hinten ist auf jeden Fall die letzte Wache. Okay, ohne ein Schatz. Fehlt jetzt noch ein Schatz und ein Ostrakon-Rätsel. Aber er zeigt mir hier überhaupt nichts an. Können wir mal hochgucken. Da ist der Schatz. Das ist blöde Rätsel. Okay, der Schatz ist hinter der Tür. Gut, würde ich sagen, schauen wir doch noch mal rein. Was ist denn das jetzt hier? Vielleicht, wenn ich hier drücke? Ja. Ach, warte mal, wir haben... Den haben wir gefunden. Ich habe nicht die halbe Welt bereist, um jetzt aufzugeben. Stab, Indianer, Löwe, Vogel. Schauen wir mal. Stab, Indianer, Vogel. Die Nachricht hat einen geheimen Raum in der Festung auf Lemnos beschrieben. Also sollte ich wohl dahin aufbrechen.
Indianer. Löwe. Vogel. Ich weiß nicht, ob es Indianer war, Leute, aber es hat so ausgeschaut. Jemand betrieb viel auf. Okay, was ist das? Das kann doch epic. Atlantis-Klinge? Okay. Dann schauen wir doch gleich mal. Bestimmt besser wie die hier. Atlantis-Klinge. Ah, das ist ein Dolch. Ich will kein Dolch. Aber wir nehmen trotzdem mal. Aber wir nehmen den jetzt für die Keule. Okay. Haben wir besser einen Bogen oder was? Ja, der wäre schon besser, aber naja. Okay, dann ist sie auch abgeschlossen. Quest abgeschlossen. Kultist erledigt. Läuft. Ich muss mich verstecken. Du brauchst dich nicht verstecken, ist schon alles tot. Gehen wir mal looten. So, sehr schön. So, hier geht. Ist hier oben noch was? Und dann hätten wir, glaube ich, bloß noch eine Quest hier unten. Ja, da hinten ist auch noch was, okay. Wo ist das? Dort unten. Kann ich hier oben rumreiten irgendwie? Nee, kann ich gar nicht. Ich muss zu Fuß gehen, hilft nicht. Schaut aus wie in irgendeinem
Tür oder so wieder, oder? Kryptische Kaverne. Eine Höhle. Schatz plündern, ist er ja nicht. Irgendwas übersehen. Hier geht's auch nicht weiter. Hier oben eventuell. Ah, hier. Oh, schreck mir nicht so. Die gegen die Schlange kämpft. Okay, jetzt werdet ihr auch gleich rein können. Okay. Abgeschlossen, abgeschlossen. Dann gehen wir einmal hierher. Bitte. Ha!
seitdem älter ge... Er tut nur so, Mikos. Das habe ich Barnabas. Schon einmal gesehen. Götter, gebt mir Penelopes Geduld. Es ist nicht nur Neleus. Es trifft auch andere. Alle aussichtsreichen jungen Athleten werden krank oder verschwinden. Irgendwas stimmt nicht auf Thassos. Was auf Thassos vor sich geht, interessiert mich nicht. Aber ich kenne meinen Neffen. Oh ja! Er betet förmlich am Altar der Ergia. Er ist ein Jünger der Faulheit, des Müßiggangs. Hilf mir, ihn zu Verstand zu bringen. Du kennst deinen Neffen am besten und er scheint eine strenge Hand zu brauchen. Ich dachte, sein Betreuer käme mit ihm klar. Aber anscheinend habe ich mich geirrt. Komm schon, Barnabas. Er ist einfach krank. Ich gehe. Gib Bescheid, wenn Neleus sich besinnt. Gib Barnabas etwas Zeit. Aber die Zeit läuft uns davon. Ich habe noch mehr Hinweise. Doch in dem Zustand kann ich Neleus nicht allein lassen. Vielleicht kannst du mir helfen? Barnabas ist auch meine Familie. Ich tue alles, was ich kann, um Neleus zu helfen. Danke. Weißt du, es verirren sich nicht oft hübsche und fähige Söldnerinnen in dieses Haus. Das Schicksal mag Neleus krank gemacht haben, aber es hat uns auch zusammengeführt. Ich möchte nicht krank werden und bereuen, was ich nicht getan habe. Aber reden wir zuerst über deine Vermutungen. Nun, jemand im Gymnasium der Meister muss etwas wissen. Aietes war zuletzt mit Neleus zusammen, als es ihm noch gut ging. Sie waren Freunde? Das waren sie. Wenn er nichts weiß, könntest du mit dem Arzt im Steinbruch reden. Wenn er der örtliche Arzt ist, muss er irgendwas wissen. Ich gehe den Hinweisen nach und komme zurück, sobald ich mehr weiß. Hab Dank, Söldnerin. Und du kannst gerne jederzeit zurückkommen. Schauen wir mal, ob wir den Schatz hier noch finden. Okay, gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt aber einen Cut an der Stelle. Schauen in der nächsten Folge natürlich, wie immer, wie es weitergeht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder dabei bist und wenn du wieder einschaltest. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen, ciao, ciao, euer Andi.